Ja, hi, was geht ab? Ja, wie gesagt, ich bin Alex. Ich komme aus Hamburg und ich wollte heute am Anfang direkt erstmal ein bisschen mit euch über meine Ex-Freundin reden. Nicht, weil es so ein wichtiges Thema ist oder so, aber ich habe mir halt die Comedy-Szene angeguckt und mir ist aufgefallen, in der gesamten Comedy-Szene redet sonst niemand über meine Ex. Und manchmal sagt man so komische Sachen in Beziehungen und einmal meinte sie sowas echt Komisches zu mir, fand ich zumindest. Und zwar hat sie gesagt: Alex, ich würde es wirklich mega schön finden, wenn wir uns einfach immer die Wahrheit sagen könnten, so egal was ist. Und dann meinte ich ganz ehrlich: Ich glaube, das ist eine richtig dumme Scheißidee. Und dann meinte sie so: Hä, wieso? Was soll das denn jetzt? Wieso suchst du jetzt Streit? Und dann meinte ich: Ja, siehst du, jetzt habe ich einmal die Wahrheit gesagt. Naja, okay, danke. Naja, war aber auf jeden Fall eine schöne Beziehung mit ihr. Schön abwechslungsreich auch. Ich weiß noch, einmal saß ich mit meiner Ex auf dem Balkon und dann kam auf einmal so eine Sternschnuppe vorbei. Und dann, ja, das war der Witz. Danke. Also, nee, ich saß mit ihr auf dem Balkon und dann kam auf einmal so eine Sternschnuppe vorbei und dann meinte meine Ex-Freundin so zu mir: Alex, du musst dir was wünschen. Und dann meinte ich wünsche mir, dass du mir nicht immer sagst, was ich tun und lassen soll. Und dann meinte sie: Alex, sag das nicht laut, sonst geht's nicht in Erfüllung. Meinte ich, ja, ich merke schon. Naja, war auf jeden Fall eine schöne Beziehung mit ihr. Schön abwechslungsreich auch. Ich weiß noch, einmal saß ich mit meiner Ex auf dem Balkon und dann kam auf einmal so eine Sternschnuppe vorbei und dann meinte ich zu ihr: Ich wünsche mir für dich, dass du dein Leben lang immer glücklich bist, gerade falls wir uns irgendwann trennen oder so. Und dass du danach auch einen Typen kennenlernst, der viel cooler ist als ich und viel besser aussieht. Und dann meinte sie: Alex, du bist so dumm, wenn du es laut sagst, geht's nicht in Erfüllung. Und dann meinte ich: Ja, kein Grund, mich zu unterbrechen. Ich hoffe, ihr habt eine richtige Traumhochzeit, wo so alles klappt und nicht schief läuft. Und dann meinte sie: Alex, lass die Scheiße. Dann meinte ich: Wenn das ein Wunsch ist, darfst du es nicht laut sagen. War auf jeden Fall eine schöne Beziehung. Schön abwechslungsreich auch. Ich weiß noch, einmal saß ich mit meinem Ex auf dem Balkon und dann kam auf einmal eine Sternschnuppe vorbei. Ja, wie gesagt, ja. Wie gesagt, genau das ist der Witz auf jeden Fall. Ich habe es angekündigt. Ja. Aber da kam eine Sternschnuppe vorbei und ich habe so überlegt, was ich mir wünschen soll. Ich war ja quasi schon so ein Profi. Und ich weiß nicht, was sie sich gewünscht hat, aber auf einmal hat sie so meinen Puls gefühlt und gesagt: Schade. Okay. Ja. Ich weiß noch, einmal saß ich mit ihr auf dem Balkon. Da kam aber keine Sternschnuppe vorbei. War mitten am Tag. Ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, hätte ich mir eine Sache wünschen können. Ich glaube, ich hätte mir eine Sternschnuppe gewünscht. Aber das ging trotzdem voll ab. Und zwar habe ich so mitbekommen, wie meine Ex einfach so Tränen in den Augen hatte, weil eine Wespe die ganze Zeit so in ihrer Nähe war. Und dann bin ich da halt hin und meinte: Ey, guck mal, die hat doch viel mehr Angst vor dir als du vor ihr. Und wenn es sich irgendwie ein bisschen beruhigt oder so, dann bringe ich sie jetzt für dich um. Und dann meinte meine Ex: Ja, bitte. Dann meinte ich: Mit dir habe ich nicht gesprochen. Ihr seid gut drauf. Ich muss eigentlich nie lachen auf der Bühne. Aber okay, ausnahmsweise, weil ihr es seid. Ja. Wir haben uns dann irgendwann getrennt. Ja, das war der Witz. Ja. Wir haben uns getrennt.
jetzt kommen wir mal wieder runter hier. Also wir haben uns irgendwann getrennt, aber nicht wegen so Streitereien oder so, sondern bei uns war es krass. Wir waren uns halt mit der Zukunftsplanung so überhaupt nicht einig. Es war echt schlimm, also die Vorstellung ging so komplett auseinander. Es war echt krass. Also sie wollte halt nach dem Abi direkt erstmal 2 Jahre lang eine Weltreise machen. Und ich wollte halt gerne mit. Dann haben wir uns getrennt. Okay, ja. Dankeschön. Ja, okay. Ich wollte, wenn ich die Chance schon mal habe, vor ein paar Leuten zu stehen, wollte ich noch ein bisschen angeben. Und zwar, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir was gegönnt. Und zwar habe ich einen extrem teuren Führerschein. Habe ich mir gegönnt, so einen mit mehreren praktischen Prüfungen und so, richtig cool. Und bei der ersten praktischen Prüfung bin ich einfach durchgefallen, weil ich über eine rote Ampel gefahren bin. Und dann aus Versehen. Also natürlich aus Versehen. Falls ihr euch gefragt habt, das war aus Versehen. Und dann meinte der Prüfer so dann nach der Prüfung, ja, du bist durchgefallen, du bist über eine rote Ampel gefahren, das darf man nicht. Also ich war so schlecht, dass er dachte, dass er mir das erklären muss. Als ob ich so sage, ach so, rote Ampeln hatte ich noch gar nicht, danke. Und bei meiner letzten Prüfung, die ich dann auch bestanden habe, ausgerechnet die letzte, da hatte ich auf einmal einen anderen Prüfer. Ich hatte die ganze Zeit denselben Prüfer und auf einmal hatte ich so einen ganz jungen Prüfer und ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen beleidigt gefühlt. Ich dachte so, wieso schicken die nicht ihren besten Mann? So, die wissen doch, dass ich gefährlich bin. Als ob der mit mir fertig wird. Aber der wirkte ganz nett und ich habe ihm auch vor der Prüfung angesehen, dass er so voll aufgeregt war. Und ich meinte dann auch vor der Prüfung zu ihm, ey, wenn Sie noch irgendwie Fragen zum Ablauf haben. Ich habe Erfahrung. Ja, mit der Zeit wurde er mir dann ein bisschen unsympathisch, weil er wurde ein bisschen frech. Er hat irgendwann so versucht, mir zu sagen, wo ich langfahren soll. Ich meinte so, ey, nichts gegen dich, du bist echt sympathisch, aber ich habe hier gerade eine Prüfung, also wäre echt cool, wenn du kurz 10 Minuten ruhig sein könntest. Und dann war die Prüfung echt easy, weil wenn der Prüfer nichts sagt, muss man nur geradeaus fahren. Und so habe ich meinen Führerschein bekommen. Nice. Okay. Ich glaube, eigentlich wäre es mein Ende, aber ihr seid gut drauf. Ich habe vielleicht noch 1 Minute oder so. Habt ihr noch Bock? Danke. Danke. Danke, danke. Das war's von mir. Danke. Nein, Spaß. Vielleicht noch eine letzte Sache. Ich habe letztens was gesehen, das gibt es, glaube ich, nur in der Großstadt. Ich habe es in Hamburg gesehen, das fand ich ganz cool. Jetzt habe ich so einen Typ gesehen, der hat so ein Schild hochgehalten, da stand so Free Hugs, also gratis Umarmung. Und der hat dann einfach so jeden umarmt. Und da dachte ich erst, das finde ich total cool, dass er das gratis macht. Aber dann ist mir eingefallen, damit er mir eine Gratis-Umarmung gibt, muss ich ihm ja auch eine Gratis-Umarmung geben. Also eigentlich mache ich gar keinen Gewinn. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vertraue fremden Menschen auch nicht, wenn die sagen, dass sie mir was gratis geben wollen. Weil ich glaube, im Leben gibt es nichts umsonst und am Ende ist es dann eh wieder so eine Abo-Falle. So, wahrscheinlich umarmt er mich dann und sagt dann, ja, Umarmung ist gratis, aber loslassen kostet. Dankeschön, ihr wart super, ich liebe euch.